Mit der Idylle ist es bald vorbei. Am Wörthersee in Kärnten, dem südlichsten Bundesland Österreichs, liegt Klagenfurt. Hier finden die ersten beiden EM-Spiele des deutschen Teams statt, gegen Polen und Kroatien. Das Stadion wird im Volksmund UFO genannt, es fasst 30.000 Besucher. Doch die Klagenfurter Fanbotschaft erwartet in der Kleinstadt weit mehr als 100.000 auswärtige Gäste. Kaum eine andere Stadt hat mit so vielen Fans zu rechnen und man muss da halt von der Logistik her schon einiges sich antun, um dieses Aufkommen irgendwie zu bewältigen. Das heißt Parkplätze, Übernachtigungen und so weiter. Die Stadt Klagenfurt selbst hat gerade mal 90.000 Einwohner. Wie schnell der Verkehr in der Region bei Großveranstaltungen zusammenbricht, hat ein Treffen von GTI-Fahrern kurz vor der EM gezeigt. Für das Mega-Fußballereignis hat die Stadt monatelang geplant, ein kompliziertes Sicherheitskonzept entwickelt. Schließlich gelten die Fans aus Deutschland, Kroatien und Polen als schwierige Klientel. Wir sind das einzige Stadion, wo eine Fantrennung bereits im äußeren Sicherheitsperimeter gemacht wird. Das heißt, auf der Verteilerebene kommt es auch zu keiner Durchmischung der Fans. Wir haben dann also im Westen vom Stadion für die Fangruppe A die Parkplätze und im Süden für die Fangruppe B die Parkplätze. Trotz aller Sicherheitsbedenken, in Klagenfurt sollen die Gäste vor allem feiern und die schöne Landschaft genießen. Das Werbevideo des Bundeslands Kärnten verspricht italienisches Lebensgefühl am Wörthersee. Die EM als Touristenmagnet. Klagenfurt bereitet sich ganz speziell auf die Gäste aus Polen und Kroatien vor. Im Rathaus findet ein Sprachkurs statt. Städtische Mitarbeiter lernen die wichtigsten Ausdrücke in Polnisch und Kroatisch. Tak mówię po polsku. Mówię po polsku. Mówię po polsku. Na spitze. Eine Woche lang steht Klagenfurt im Mittelpunkt des deutschen Faninteresses. Mehr aus der Stadt am Wörthersee und den anderen Austragungsorten gibt's täglich von Spiegel TV Online.